So, und damit Servus Leute, was geht? Leon Elektronik ist zurück heute mal mit diesem neuen T-Shirt. Adidas natürlich, und da wisst ihr ja schon, worum es heute geht. Es geht um das neue Spiel FIFA Mobile. Und dazu habe ich mich auch natürlich passend gekleidet. Und dieses Handyspiel FIFA Mobile hat ein neues Update bekommen. Man kann jetzt da für den Cup spielen, und dieses Cup ist einfach nur klasse. Sind tolle Aufnahmen getätigt worden. Schaut es euch an, fiebert schön mit. Ich sage nur, den Pokal haben wir uns geholt. Und in diesem Sinne, viel Spaß. So, liebe Leute, das Spiel, was ihr jetzt seht, konntet ihr jetzt leider nicht sehen. Aufgrund von einer technischen Störung konnte das Video nicht zustande kommen. Aber wie wir hier sehen, 3. Minute Thomas Müller, 7. Minute Thomas Müller, 13. Minute Werner, dann 18. Minute Müller, 25. Minute Müller, 31. Minute Müller, 40. Minute Müller, 45. Minute 2 Müller, dann haben wir 51. Minute Müller und in der 85. Minute Werner. Und Müller hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Tore Müller. Und von diesen 10 Tore sind 8 Tore nur vom Thomas Müller. Toll gelaufen. So, wir gehen in die nächste Phase. So, jetzt wird es nochmal kompliziert. Jetzt geht's los. Also, wir fangen an. Im Halbfinale. Schauen wir mal, gegen wen wir spielen müssen. Wir sind wieder in der Allianz Arena. Und da laufen die Spieler rein. Und wir spielen gegen die Niederlande, so wie ich das sehen kann. Deutschland, jawohl, gegen die Niederlande. So, jetzt sind wir mal gespannt, was da draus wird. Macht unser Thomas Müller wieder sein 8er Packel. So, jetzt kommt wieder Müller. Müller läuft, Müller. Müller lässt sich nicht beirren. Müller, noch einmal, Müller. Komm schon, Müller. Zack. 3. Minute, wer macht's wieder? Unser Thomas Müller. Wie ich erwähnt habe, Thomas Müller setzt wieder einen drauf. Im Halbfinale. So, dann geht's jetzt weiter. Wir spielen weiter. So, jetzt wird abgenommen. So, das war jetzt unfair. Da war nämlich nichts. Ich hätte mir das gerne noch einmal gerne in der Wiederholung angeschaut. So, Jonas Hoffmann steckt jetzt durch zu Werner. Werner ist frei. Timo Werner holt aus und macht das Tor. Timo Werner macht das 2:0. Also wer das gedacht hat, da ist schon Schluss. Der hat sich getäuscht. So. Jetzt kommt Jonas Hoffmann. Jonas Hoffmann mit der Chance. Jonas Hoffmann, schafft er es? Und da ist er drin, durch Jonas Hoffmann in der 16. Minute. Einfach toll. Jonas Hoffmann macht das 3:0. Also hier ist richtig was los. So, jetzt passt auf. Jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. So. Da kommt wieder Müller. Der Torjäger ist wieder am Start. Und wie er rennt. Und wie er läuft. Er hat seinen Lauf. Er findet ihn und bindet ihn rein. Da ist er wieder. Der Thomas Müller. Der Torjäger.
Unfassbar, unser Thomas Müller. Alter, der hat Kraft in den Beinen. Der hat Schuss. Und dieser Mann ist einfach ein Ass für die ganze Mannschaft. Gündogan auf Jonas Hoffmann. Steckt wieder durch zu Werner. Timo Werner. Timo Werner kommt über den Flanken. Timo Werner haut noch eins rein. 5:0 und das kurz vor der Halbzeit. Unglaublich. Das ist ein Wahnsinnsschlag hier. Was will man hier noch groß erwarten? So, jetzt geht's erst richtig los. So, und da kommt wieder Timo Werner. Timo Werner. Timo Werner steckt durch auf Hofmann. Jonas Hofmann mit der Chance. Jonas Hofmann. Und da macht er's. Jonas Hofmann. Das 6:0. Unglaublich. Unglaublich. Also jetzt geht's erst richtig los. Jetzt kommt Schwung in diese Bude. Wer hätte es gedacht? So, jetzt kommt nochmal richtig Schwung auf. Jetzt kommt nochmal Fahrt in die Bude. Müller. Müller hat wieder die Chance. Müller hat die Chance. Müller. Thomas Müller. Und da haut er ihn rein. Thomas Müller. 7:0 vor der Pause. Vor der Pause 7:0 durch unseren Thomas Müller. Der Torjäger macht es wieder. Unfassbar. Also den Pokal, den sie da kriegen werden, der ist hoch verdient. So. Jetzt geht's noch erstmal richtig los. Die Spieler sind, der Müller ist gerade gefoult worden und der Schiedsrichter pfeift das nicht ab. Also da hätte ich einen Strafstoß gegeben. Aber da sieht man mal, dass der Schiedsrichter läuft rum wie ein blindes Huhn. So, jetzt wird nochmal richtig laut auf diesen Rängen. Also mit 7:0 gehen wir in die Pause. Tolles Spiel. Bis jetzt. Klasse gelaufen. Schauen wir mal, wie es in der zweiten Hälfte abgeht. So, wir spielen die zweite Hälfte. Die Gegner machen Druck. Haut wieder auf Müller. Müller kommt wieder über seine Chance. Thomas Müller. Und wir wissen, der ist schlagkräftig. Und das hat er erahnen müssen. Thomas Müller setzt noch einen drauf. Thomas Müller ist wieder mit am Start. So, jetzt geht's erst richtig los. So, jetzt kommt nochmal Schwung und wieder Fahrt auf hier. Jetzt kommt Jonas Hofmann. Jonas Hofmann steckt durch auf Müller. Müller versucht, die Lücke zu finden. Müller kommt und noch eins von Thomas Müller. Und nochmal Müller, unglaublich. Da trifft er schon wieder. Also er ist ein Lauf, der ist hat, der hat Power, dieser Mann. Dieser Mann hat einfach Power und der zeigt da auch warum. Und jetzt kracht's wieder durch Timo Werner. Timo Werner macht es 10:0 in der 60. Minute. Und wer schon gedacht hat, hier ist gleich rum und vorbei, der täuscht sich. Es geht weiter. Es kommt richtig Fahrt auf in dieses Spiel. Jetzt wird nochmal Gas gegeben hier. Jetzt wird hier richtig Gas gegeben. Jetzt kommt nochmal Schwung in diese Bude. Jetzt wollen sie hier schauen, dass sie uns austricksen. Aber nichts da. Thomas Müller ist schon wieder am Start. Thomas Müller, Thomas Müller rennt los. Macht er ihn. Und Thomas Müller setzt das 11:0 rein in der 67. Minute. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt hier von einem Rekordtreffer sprechen möchte. Denn jetzt geht's erst richtig los. So, jetzt ist wieder durchgezogen. Jetzt kommt Werner. Jetzt kommt Werner. Werner macht's wieder. Werner mit dem Schlag. Und da macht es in der 71. Minute Timo Werner das 12:0. Das Dutzend ist wieder voll. Bis oben hin. Unfassbar.
So, können Sie Ihren Rekordziel heute doch noch stemmen? Jetzt geht's erst richtig los. So, da ist er gefoult worden, das hätte gepfiffen gehört. Und der Schiedsrichter macht da wieder nichts draus. Kehrer versucht es, versucht ihn hier zu tricksen, aber Einwurf für Deutschland. Gut. Einwurf wieder für Deutschland. Er setzt auf Müller. Müller läuft. Müller macht's nochmal. Müller kommt nochmal. Müller gibt nochmal, bündelt seine ganze Kraft, auch wenn er Schwierigkeiten hat. Und drin ist es. Thomas Müller, das 13:0. Also wer jetzt glaubt, der Zwang hier ist irgendwo Schluss, der täuscht sich. So, ein Wechsel wird's geben. Hoffmann wird gehen. Zesch, Gnabry kommt rein. So. Und damit geht's jetzt wieder los mit diesem Spiel. Und es geht weiter. Da sind sie schon wieder am Start. Da kommen sie über Müller. Müller versucht. Jetzt nochmal Gündogan. Durch auf Timo Werner. Timo Werner. Packen sie das 14:0 doch noch. Da packen sie es. 14:0. In der 90. Minute. Kurz vor Schluss fliegt das 14:0. Ja, das musst du erstmal so auf die Patsche kriegen. Und dann ist es rum. Die Niederlande kassiert eine Niederlage und Deutschland ist weiter mit 14:0. 14:0, wer hätte es gedacht? Da sehen wir es, 14:0 wurde geschlagen und jetzt ist Deutschland weiter und jetzt geht es richtig los. So, jetzt kommen wir ins Finale. Leute, jetzt steht's auch hier, Finale. Jetzt geht's um den Pokal. Jetzt holen wir uns den Pokal und so wie Deutschland drauf ist, schaffen sie den Pokal. So, jetzt machen wir uns bereit. Oh, jetzt wird's richtig krass. Jetzt wird's richtig krass. Jetzt kommt Schwung in die Bude. So, jetzt rechnet er ziemlich lange, aber das ist ja auch berechtigt. Denn hier geht's jetzt um was Besonderes. So, wir sind wieder in der Allianz Arena und jetzt geht es um das gute Stück. Da steht es. Habt das gesehen? Da steht der Pokal und jetzt geht's um den Pokal. Jetzt geht's um die Wurst. Packen wir diesen Pokal heute wieder ein in diesem fantastischen Spiel. Argentinien ist der Gegner. So, das Spiel läuft und es geht los. Thomas Müller nimmt wieder Anschub. Thomas Müller sagt, den Pokal will ich, den will ich haben. Und den kriegt er auch. Dritte Minute, Thomas Müller setzt wieder ein Zeichen. Da ist er wieder, unser Thomas Müller, der Torjäger. Er ist in seinem Stadion, in seinem Element. So, jetzt wird doch mal richtig heiß hier in die Luft. So, da werden die Arme gehoben. Was war da? Da war nichts. Das hätte eigentlich gepfiffen gehört, aber macht er nicht und deswegen läuft es auch weiter. Und jetzt kommt wieder Thomas Müller. Thomas Müller wieder mit der Chance. Da ist er schon wieder. Da ist er. Und da macht er in ihm. Das ist der Doppelschlag von Thomas Müller. Jetzt geht's um die Wurst. Der Pokal ist jetzt schon greifender. Der Pokal. So, jetzt aber, jetzt passt auf, Leute. Jetzt geht's erst richtig los hier. So, alles klar. Da kommt Gündogan. Gündogan steckt wieder durch auf Werner. Timo Werner kommt mit dem Schuss. Und dann klingelt es schon wieder in der 17. Minute durch Timo Werner. Das 13:0. Live in der Allianz Arena in München. So,
Jetzt geht's erst richtig ab. So, jetzt geht's nochmal richtig ab. Jetzt bündeln sie nochmal ihre ganzen Kräfte hier zusammen. Sie treten aneinander. Süle zu Sané. Werner. Werner läuft. Werner. Werner gibt Müller den Ball. Müller macht. Und Müller macht das vierte Tor. Da ist er wieder. Thomas Müller. Boah, mit Schwung holt das raus. So, und gleich geht's hier wieder richtig zur Sache. So, jetzt kommen die Argentinier. Haben aber keine Chance. Kimmich steckt durch auf Werner. Werner kommt. Jetzt läuft Werner mal frei mit dem Ball. Werner. Timo Werner. Timo Werner macht das Tor. Wir liegen 5:0. Und das kurz vor der ersten Hälfte. Und hier kann ich mit Fug und Recht sagen, ich glaube da nicht mehr dran, dass die Gegenmannschaft das aufholt. Aber freuen wir uns noch nicht zu früh. Wir müssen erst noch durch die Halbzeit. So, jetzt kommt Gündogan. Gündogan auf Werner. Werner steckt durch. Jetzt kommt Thomas Müller. Und jetzt ist er da. Thomas Müller macht das Ding wieder rein in die Kiste. Und da macht er es wieder. Immer wieder unser Thomas Müller, wie man ihn kennt. Ja, das war mal wieder top und glorreich. Zack, rein damit. Thomas Müller ist wieder auf Achse. Zelebriert. So, da war jetzt ein Foul drin. Das hätte gepfiffen gehört. Aber macht er nicht und deswegen kommt wieder Timo Werner. Timo Werner ins Spiel. Timo Werner haut das 7:0 rein, kurz vor der Pause. Und es sieht alles danach aus. Der Pokal ist zum Greifen nah. Mal wieder. Und jetzt kommt richtig Stimmung in die Bude. Jetzt wird Fahrt aufgenommen. Jetzt. Und jetzt kommt die Halbzeit. Es geht mit 7:0 in die Halbzeit. Super Müller, super Mannschaft. Deutsche Nationalmannschaft einfach klar. Die zweite Hälfte beginnt. Wir sind wieder auf Achse. Da kommt wieder Thomas Müller. Thomas Müller findet Freiraum. Thomas Müller kaum angefangen. Schämmert es wieder. Schämmert es wieder durch Thomas Müller. Wer hätte es gedacht? Also das ist schon der Wucher. Das ist ein Spiel. Unglaublich. So, jetzt kommt Gündogan. Jetzt läuft Gündogan frei. Gündogan will es versuchen. Gündogan. Da hat er nicht richtig abgespielt, Gündogan. Das war schlecht gespielt. Aber Süle auf Kehrer. Kehrer trifft Hofmann nicht. Der Ball war für Hofmann bestimmt. So, jetzt aber. Gerade noch gerettet die Situation. Jetzt kommt wieder Thomas Müller. Thomas Müller macht dieses Ding. Und der ging daneben. Was für ein Schlag von Thomas Müller. Aber nicht schlecht. Thomas Müller wird rausgehen. Musiala wird kommen. So. Kriegen wir noch einmal das Pedal. Ach, und da macht Müller das Pedal, bis vorne ausgewechselt wird. Schießt! Und Müller macht das Tor. Und jetzt wird Müller ausgewechselt. Müller geht raus. Und Musiala kommt rein. Danke, Müller, für deine tollen Tore. Vielen Dank. Er hat ausgedient. Er macht Feierabend. So. Den Pokal haben sie nun sicher. Und jetzt ist es eine tolle Angelegenheit zu sehen, wie die Fans im Stadion gleich feiern werden. Denn der Treffer von den Deutschen, der könnte noch hilfreich sein. Sané steckt durch auf Timo Werner. Timo Werner, Schuss, Batsch, das 10:0. 10:0. Den Pokal haben sie jetzt sicher, weil das holt die Gegenmannschaft heute nicht mehr auf.
Jetzt ist es passiert. Ein Wahnsinn für diesen Schluck. Und jetzt geht's erst richtig los. Musiala, Musiala, Musiala nimmt ab. Macht er noch einen drauf? Nein, der wird gehalten durch den Torwart. Ist denn das zu fassen? So, jetzt kommt nochmal richtig Schwung hier in die Bude. Die haben noch lang nicht genug, diese Menschen hier. So, und Batsch. Timo Werner macht das 11:0. In der 90. Minute. Und jetzt können wir feiern. Jetzt dürfen wir feiern. Der Pokal ist unser. Na dann. Jetzt ist es soweit. Wir haben es geschafft. Der Sieg gehört uns. Jawohl. 11:0 gegen Argentinien. Und jetzt, Leute, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Deutschland nimmt den Pokal. Wir haben den Pokal gewonnen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Das war's. Und bis demnächst in diesem Kino. Der Moderator verabschiedet sich.